So, heute können wir wieder zusammen kreativ werden. Und zwar zeige ich euch drei Arten, um Freundschaftsbänder zu machen. Für das erste Band habe ich mir jetzt wieder, wie letztes Mal für den Schlüsselanhänger, zwei Fäden abgeschnitten, die eine doppelte Armlänge haben, oben zusammengebunden und dann hier mit einem Kreppband festgemacht. Besser hält es allerdings, wenn ihr einfach eine Sicherheitsnadel nehmt und die in eure Hose steckt und festmacht. Weil so hält das leider nicht ganz so gut, aber zum Vorzeigen ist es jetzt besser. Genau, und wer letzte Woche schon mit mir den Schlüsselanhänger gemacht hat, für den ist diese Art von Armband jetzt nichts Neues. Es ist genau derselbe Knoten. Und zwar wird man am Ende nur die beiden gelben sehen. Das heißt, was ihr in der Mitte für eine Farbe habt, spielt eigentlich keine Rolle. So, also ich fange links an, lege es hier drüber. Nimm dann den rechten Faden und jetzt muss der unter diesem Kreuz hier durch und dann hier wieder rauskommen. Sieht dann so aus. Und dann kann ich es nach oben festziehen. Jetzt kommt die rechte Seite. Ich lege rechts eine Schlaufe über die beiden mittleren drüber. Hier kommt es über den gelben und dann unter dem Kreuz durch und hier wieder raus. Und wieder festziehen. Wenn ihr das nach oben zieht, ist es immer ganz sinnvoll, mit einem Finger die beiden mittleren festzuhalten, damit sich das nicht so nach oben wellt. So. Dann wieder diese Seite. Jetzt könnt ihr auch schon das Muster erkennen. So macht ihr da jetzt einfach weiter, bis ihr mit dem Armband fertig seid. Ganz schön ist es auch, wenn ihr zwischendrin mal so eine Kugel einfädelt. Dann nehmt ihr dann die beiden mittleren und zieht die durch die Kugel durch und macht dann nach der Kugel genauso weiter. Wenn ihr mal vergisst, welche Seite dran kommt, dann seht ihr hier, da ist es jetzt oben und hier nicht. Das heißt, die nächste Schlaufe mache ich auf der rechten Seite, auf der Seite, wo die Schnur oben ist. Also wieder Schlaufe rechts und links wedel ich unten durch. Genau, also ich glaube, das Prinzip habt ihr hier verstanden. Ihr macht das ganze Armband so, bis es euch passt und dann seid ihr fertig. Genau, jetzt zeige ich euch die nächste Variante. Dazu habe ich wieder genauso wie hier zweimal eine doppelte Armlänge abgeschnitten. Das sieht dann genauso aus. Ihr macht oben wieder einen Knoten. Macht es wieder fest, damit es nicht wegrutscht. Okay. So, und diese Technik funktioniert eigentlich genauso wie das Armband gerade davor, nur dass wir die Seiten nicht wechseln, sondern immer
auf der rechten Seite oder nur auf der linken Seite die Schlaufe machen. Also ich sortiere mir erstmal meine Fäden wieder. Blau ist wieder in der Mitte bei mir und gelb außen. So. Also ich mache jetzt die Schlaufe immer links und fahre mit dem rechten hinten durch. Und wieder links Schlaufe, rechts unten durch. Oh, da hätte ich es. Ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken, was passiert, wenn wir jetzt weitermachen. Und zwar wird es ein gedrehtes Armband. So. Man sieht es hier auch schon ein bisschen. Es wird wie eine Spirale. So, und jetzt dreht sich das schon so arg, dass ich es gar nicht mehr richtig knoten kann. Ich drehe einfach alles wieder so hin, dass es wieder funktioniert. Das heißt, mein voriger linker Faden ist jetzt auf der rechten Seite und andersrum. Und jetzt mache ich einfach auf der Seite wieder weiter. Also ihr seht, das ergibt auch ein wirklich schönes Muster. Genau. Und auch hier könnt ihr wieder Perlen einfädeln, wie es euch gefällt, und macht so lange weiter, bis es euch passt. So, und das dritte Armband, da wirst du alle Farben sehen. Auch hier brauchst du wieder zweimal eine doppelte Armlänge. Hier kannst du aber auch mehr oder weniger Fäden nehmen, damit, genau, je mehr Farben und je mehr Fäden, desto abwechslungsreicher wird es eben. So, ich lege mir das jetzt so hin, wie ich das gern hätte. Und zwar mache ich erst zweimal pink und dann zweimal lila. Ich schaue, dass es hier oben nicht gleich von Anfang an eindreht. Okay. Und jetzt nehme ich immer die Schnur ganz links außen und knote die erst in den und dann um den. So, sieht dann so aus. Über Pink drüber. Und unten durch. Und dann ziehe ich es nach oben. So, ich nehme den gleichen, mit dem ich gerade einen Knoten gemacht habe. Nehme den zweiten. Also den lila. Und mache auch wieder so einen Knoten.
und auch in den letzten. Also es ist eigentlich immer ein ganz normaler Knoten. So. Dann hat sich jetzt die Reihenfolge geändert. Pink liegt jetzt auf jeder Seite außen. Jetzt nehme ich wieder den ganz linken und gehe um die drei rum. Also um den ersten lilanen. Und wenn ihr es hochzieht, zieht am besten immer leicht nach rechts hoch. Dann zieht man am Ende die Knoten am schönsten. Hier um den zweiten lilanen und um den pinken. Gut, jetzt bin ich bei Lila angelangt und das gleiche Spiel wieder. Um den und dann hier rum. Also, ganz langsam nochmal. Eine Schlaufe legen und dann unten durch und dann schräg nach rechts oben ziehen. Um den zweiten und um den dritten. Je mehr Schnüre ihr verwendet, desto breiter wird das Armband. So, und auch hier erkennt ihr schon, wie das am Ende aussehen wird. Da bei mir die gleichen Farben immer nebeneinander liegen, heißt das, die erste Reihe und die zweite Reihe haben immer die gleiche Farbe. Also die ersten sieht man ja auch schon. Die ersten beiden Reihen sind pink, die nächsten beiden Reihen sind lila. Und die nächsten beiden werden wieder pink. Wenn ich die abwechselnd legen würde, dann wäre immer eine Reihe pink, eine lila, eine pink. Genau. So, ich mache es jetzt noch einmal mit pink und ich glaube, dann sollte es auf jeden Fall klappen. Okay, genau, und wenn ihr nicht wollt, dass es sich dann leicht dreht, könnt ihr auch immer zwei Knoten machen. Also das heißt, ich mache um jeden Faden gleich zwei Knoten und nicht immer nur einen, wie wir es jetzt gemacht haben. Gut, also ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich hoffe, ihr probiert euch daran aus und macht dann schöne Armbänder für eure Freundinnen. Viel Spaß!